Dave! Jungs, ihr seid gefeuert. Wirklich komplett beschissen bearbeitet. Rotze. Ganz, ganz großer Müll. Bitte, lasst keinen Kommentar da, nicht liken. Ich glaube, dieses Weihnachten wird irgendwie doch nicht so geil. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Drecksvideo. Die Jungs von Gitarrentreu verlosen eine PlayStation 5. Es ist so ein geiles Produkt! Die Voraussetzung für das Ganze, ihr müsst einfach nur Gitarrentreu auf Insta und auf YouTube abonniert haben. Insta? Moment mal ganz kurz, das war aber nicht abgesprochen, Jungs. Ihr müsst einfach nur bis zum 24. die Videos bei Gitarrentreu gucken und in jedem Video ist ein Hinweis und am Ende entsteht daraus ein Lösungscode. Ihr müsst einfach, nachdem ihr den Code herausgefunden habt, am 25. den Code auf Insta Gitarrentreu zuschicken und dann raffeln die einen Gewinner aus für die PlayStation 5. Also wenn das nicht ein komplett beschissenes Gewinnspiel ist, dann weiß ich es auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir entzwirbeln das erste Video von Marc Iggers. Und zwar, schaut Deutschland Pornos mit Shaden Roke. Straßenumfrage. Wir sind sehr, sehr gespannt auf diese Straßenumfrage. Schaust du dir Pornos an? Internationaler Erotikstar Shaden Roke. Amazing. Oh, okay, immer. Quickie, quickie. Yes. Yes. Dippy, dippy. Ich denke, ich werde dich kurz hochheben. Halt mal kurz. Ah, Marc hier in der Ola Kala Jacke. Sieht ja absolut beschissen aus. Ja. Schaust du Erwachsenenfilme? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ihr Spaß, aber Marc steht die Jacke tatsächlich sehr, sehr gut. Willkommen zu einer neuen Straßenumfrage. Und zwar, ihr habt es im Namen des Videos schon gelesen. Schaut Deutschland Pornos. Ich befinde mich mal wieder in der Kölner Innenstadt und ich werde das Video nicht alleine drehen. Ich habe mir wirklich eine Expertin heute hier nach Köln bestellt. Sie kommt jetzt an meine Seite. Die einzigartige, unverkennbare Shaden Roke. Oh Gott. Oh Gott, diese Gruppe. Ich hab Flashbacks, Digga. Gottes Willen. Meine Güte. Hey, falls der ein oder andere dich noch nicht kennt, warum bist du denn die beste Expertin, die ich mir heute an die Seite hätte holen können? Weil ich natürlich Pornos drehe. Ach so. Mhm. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Perfekt. Hab ich mir noch nie angeguckt. Ich sag euch ganz ehrlich. Mich würde es nicht wundern, kennt ihr, also nicht, dass ich jetzt mir das aktiv angeguckt hätte, mir wurde es mal vorgeschlagen, und zwar, wenn ihr jetzt auf so einer etwas pornöseren Seite unterwegs seid, kennt ihr diese Glaskästen, die manchmal auf der freien Straße aufgestellt werden, wo dann zwei, sag ich mal, drin, gut, ich könnte mir vorstellen, dass Marc Eggers und Shaden das machen würden, Digga, ohne Spaß, wie, nee, kennt ihr es nicht? Ich will nicht wissen, wie oft du dort dein Lörres reingehalten hast, du alter Lustmolch, kein einziges Mal, ich mach sowas nicht, mein Jutster. Hä, nein, WTF, als ob ihr es nicht kennt, wurde euch das noch nie vorgeschlagen. Ja, dann gebt mal ein, scheiß drauf. Kein Thema. Das macht gar nichts. Freust du dich auf die Umfrage? Ich bin richtig hyped, ich hab übelst Bock. Ich hab auch übelst Bock und das liegt nicht nur an der Umfrage. Wir fangen jetzt an. Starten jetzt, oder? Wir starten. Shaden Roke, Marc Eggers, wir gehen jetzt los. Schaut Deutschland Pornos, auf geht's. Sie sucht noch einen Drehpartner, Digga. Ein Dream, hör mal. Perfekt. Entzündet den Tornado. Der zieht direkt durch. Guck mal, da kennt er nichts. Schaust du so Pornos, jetzt ja. Mal ehrlich? Ja, klar. Der hat einen geistesgestört guten Übergang, Digga. Täglich? Nicht täglich. Aber schon so alle zwei Tage. Ja, klar. Sie schon rein, ne? Wenn wir nicht lügen, hör mal. Hast du sie schon mal gesehen? Nee, tatsächlich noch nicht. Internationaler Erotikstar Shaden Roke. Amazing. Oh, okay, immer. Ich denke, man kann es so sagen. Könnte man vielleicht so sagen. Ich muss auch dazu sagen, ich gucke keine deutschen Pornos, ne? Weil da fucking Typen mich immer ab, die sagen, oh ja, die sind immer am Labern. So viel bei dir? Nee, weil das ist mehr so. Das fuckt den ab! So, das ist nicht cool. Was sind so die Dialoge, die du führst? Ja, so viel sage ich da nicht. Was wäre so der Lieblingsdialog? Wollt ihr einmal vorspielen? Ich glaube, wir würden gar nicht richtig sprechen. Ich glaube, wir würden uns unterhalten. Erstmal normal so. Ah, das ist der Typ Mann, den Shaden Roke auch privat. Nee, aber das war schon so, die Art hat schon wieder gemacht. Amazing. Oh, okay, immer. Hast du hier noch irgendwie? Kann sein. Auch mit Absicht so Flecken hier, damit du mich berührst. Oh, okay. Schaust du dir... Ey, Digga, das ist unglaublich, ey. Also, ihr müsst euch mal überlegen, okay? Damit ihr es nochmal so ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Allein Shaden und Marc, wenn man mit den beiden unterwegs ist, schon so verrückt. Das passieren verrückte Sachen. Aber dann ist einfach noch ein Revi dabei, der auch nochmal komplett auf einer anderen Ebene am Arsch ist. Ein Ron ist dabei. Wer war noch dabei? Amar war tatsächlich da noch der Normalste. Und Alvaro, auch aus dem Nichts, komplett am Sack, der Typ. Ja, und ich war da wirklich noch der Normalste, Digga. Und Pepe sowieso. Pepe, der Arme, Digga. Der hat ja Moral. Moral für sein Leben, Digga. Serien auf Netflix an. Jo. Guckst du Disney Plus? Nee, aber ich guck Prime und das ist eigentlich alles, was ich so mache momentan. Okay, auch bei Pornhub unterwegs? Ab und zu. Ja? Ab und zu. Was gönnst du dir da so, wenn ich fragen darf? Guck mal, er hört Pornhub.
Big Tits. Kommt direkt reingelaufen. Habe ich hier gerade Pornhub. Was gönnst du dir da so? Ja, also mal mit ein bisschen mehr oben, mal mit ein bisschen mehr unten. Mehr Bauch oder was? Naja, mehr hier, okay. Mehr ja. Hinten halt. Schaust du Erwachsenenfilme? Was sind für dich denn Erwachsenenfilme? Es geht halt schon um Filme für 18 plus. Ja. Schaust du? Ja. Darf ich fragen, was du dir am liebsten anschaust? Keine Ahnung, kommt drauf an, bin ich ehrlich, ich habe keine Favorites. Bei mir ist auch unterschiedlich. Ja. Aber ich drehe die auch selber. Ah, cool. Oh, okay. Ja? Hallo? Willst du auch mal mitmachen? Ah, nee, ich glaube nicht. Ich muss nicht so weit. Ich habe nur mitgelesen kurz, was da steht. Liebe Grüße von Marc, ja? España ist in der Haus. Si, si, si. Si, si. Quickie, quickie. Si, yes. Yes. Tippi, tippi. ¿Qué es eso? ¿Seso? ¿Qué es? Tippi, tippi. No tiento. No, no te entiendo. Ah, alleine zu Hause nur am Gucken, wenn der Mann nicht da ist, ne? Ja, ja, alles gut. So, wer von euch schaut Pornos? Na, einmal winken, wer Pornos schaut. Einmal winken. Schaust du Pornos? Nein, ich bin eine sehr ehrliche Person. Ich guck. Ehrlich, Chad? Schaut ihr Pornos? Wickst du? Miet, dann mach mal eine Abstimmung. Ja, klar, wichse. Wer schaut Pornos? Ja, nein. Männer, ich spendiere euch demnächst mal einen Deutschkurs. Für 85% schauen aktive Pornos. Komplett perverse Community. Es ist heutzutage, denke ich, schon sehr, sehr normal, dass man sich Pornos reinzieht. Die Frage ist, ob das gut ist. In Bezug darauf, dass man besseren Sex hat, bessere Techniken anwenden kann. Vielleicht. Lernen Frauen dadurch besser zu blasen, bla bla bla. In Bezug auf unseren Konsum, vielleicht doch eher nicht. Oh, keine Pornos. Oh, okay. Ich denke, ich werde dich kurz hochheben. Halt mal kurz. Schon wieder ein Traum, oder? Der I think I need a hug. Marc Egger ist einfach ein Frauenheld. Hast dich sicher gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Hi, wie geht's? Gut, und selbst? Sehr gut, sehr gut. Du bist sehr hübsch. Du auch? Danke. So, Frage. Guckt ihr Erwachsenenfilme? Was ist mit Erwachsenenfilmen gemeint? Dippi, dippi. Naja, komm, ne? Weißt du doch, was gemeint ist. Wisst ihr doch. 18 plus, ja? Ey, das ist nice, weil die meisten Frauen, die sagen nein. Ich denke, es ist größtenteils gelogen, aber... Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich habe nämlich auch mal mich mit einer unterhalten und die meinte, sie befriedigt sich nicht selbst, weil sie das ekelhaft findet. Das ist doch mal gelogen wie gedruckt, oder? Das kann doch nicht sein. Also, die kann doch nicht einfach sagen, sie will sich nicht selber befriedigen, weil sie das ekelhaft findet. Das kann doch nicht sein, oder? Also, jeder Mensch, jetzt mal ehrlich, jeder Mensch befriedigt sich doch selber. Oder gibt es jetzt zum Beispiel einen da draußen, der jetzt gerade so dran sitzt und sich so denkt bei der Frage, wickst du? Denkt er sich einfach, nee, Digi, du, ich hol mir keinen runter. Ist einfach nicht mein Ding, finde ich nicht so geil, finde ich nicht so cool, finde ich auch ein bisschen eklig, da diese Wurst in der Hand zu haben, als ob es jemanden gibt, der das sagt. Das gibt's doch nicht, oder? Selbstbefriedigung ist doch eine Sache, die macht doch jeder. Es gibt asexuelle Menschen, ja, okay, ich meine jetzt nicht asexuell, Leute, die halt auch normal halt Sex haben und halt die nicht halt asexuell sind, weil die ich das gefragt habe, die habe ich halt gedrängt. Gut, alles klar, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Ein paar? Schaut ihr euch Erwachsenenfilme an? Ja, durchaus schon. Also ihr wisst, was wir meinen. Pornos. Ja. Auch zusammen? Ja, sowieso. Warum nicht? Seid ihr in einer Beziehung und guckt auch dann einfach Pornos zusammen? Ja, warum denn nicht, ne? So Filme ab 18. Ja, geil! Gar nicht. Nee. Weil Frauen, ihr guckt euch keine Pornos. Nee. Nie. Ich guck keine Pornos. Wie viel Prozent der Frauen denkst du masturbieren? Ey, also schon, boah, schon 90%. No. Ja. 90%? Ja. Oh, okay. Spielen unten mal Gitarre oder was? Stopp. Ich sag so gute 80%. Schaust du dir Erwachsenenfilme an? Aber die anderen 20%, sind die dann asexuell oder ist es dann einfach auch normal? Wenn ich jetzt mir überlege, wenn ich jetzt nur während des Sexes kommen könnte, dann würde ich ja maximal alle 2 Tage kommen. Das kann es ja nicht sein. Spaß, ne, kleiner Witz am Rande. Nee, aber jetzt mal ohne Witz, das ist doch dann, ist es den Leuten dann einfach nicht so wichtig oder? Ah, sind über 80, okay? Okay, verstehe. Los, ne? Ja, komm. Nee, wir kommen aus da. Nee, von Stuttgart. Nee, von Stuttgart. Aus Aalen kommen wir. Aus Aalen? Guck mal, ja. Da Pornos in Aalen. Pornos? Hin und wieder. Guckst also, du? Ich persönlich jetzt nicht so viel. Aber Freunde von dir. Aber Freunde bestimmt, denke ich jetzt mal. Also, ich weiß gar das sind nicht. Immer die anderen, ne? Ja, ja, klar. Ja. Bist du bekannt oder berühmt? Ich weiß nicht. Oder in der Branche so zumindest. Genau, ja. Man kennt sie in der Branche, okay. Ja. Okay. Sie hat ein Eisimperium. Ein Eisimperium? Ja, ah, schwarzer okay. Teller Banane. Traden hat einfach gerade von sich selber behauptet, dass sie berühmt ist. Gut. Schaust du dir Pornos an? Nein. Gar nicht? Nein. Ja, also ich habe schon mal Pornos gesehen, aber keine Ahnung.
Also noch habe ich keinen Gefallen dran gefunden. Ich kann es gar nicht sagen. Dreimal also einfach mal zu mir und dann gucken wir mal, was dir gefällt. Ja, also von mir aus, bin dabei, weißt du doch. Leute, ihr habt mich oft danach gefragt, bitte Marc, hau mal wieder einen Rabattcode raus für das Setz Me Havax. Und ich habe mir überlegt, so ein ganz normaler Endlich. Code, das ist doch viel zu langweilig. Ich habe ja des Öfteren die Damen mal gefragt, wie wichtig ist euch denn die Größe bei Männern? Und jetzt werde ich gleich mal die Shaden fragen, wie wichtig ist dir denn die Größe und die Zentimeteranzahl, die sie jetzt gleich sagen wird, so viel Prozent bekommt ihr einfach Rabatt? So einfach ist es. Ich hoffe wirklich, sie steht nicht auf Größe. Wir machen das jetzt. Komm, komplett real. Sie weiß nichts. Wie wichtig ist dir die Größe bei Männern? Weiß nicht, worum es geht. Du musst mir jetzt nur sagen, wie viel Zentimeter für dich perfekt wären. Ich würde tatsächlich sagen, so zwischen 17 und 18. Leute, ihr kriegt 18% auf das Haarwachs mit. Perfekt, dann fehlen bei mir nur 11 Zentimeter. Mit dem Code MARK18. Der war nicht schlecht. Sehr die Leute kriegen jetzt so viel Prozente auf das Wachs, wie du die Größe gut findest. Hätte ich mal 5 gesagt, oder? Ja, wäre es für uns gut gewesen. Mein Geschäftspartner wird mich eh auseinandernehmen und sagen, Digga, du kannst doch nicht einen Rabattcode verteilen nach deiner Größe. Doch, aber kauf das Haarwachs. Kennt ihr sie? Habt ihr sie schon mal gesehen? Ja, also ich hab mal reingeguckt, so. Das ist schon so, ne? Aber eigentlich haben wir es nicht so nötig. Wir fragen nur die Leute, ob sie Porno schauen. Okay. Of course. Of course? Safe. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Ey, du bist einer der wenigen, also, warte, der ist einfach... Also ich hab jetzt, ja, also, ja, private stuff, aber... Ich bin jetzt auf jeden Fall glücklich vergeben, also weniger Content jetzt, den ich konsumiere oder gar nicht, aber... Nicht, dass das Ärger gibt von der Freundin, wenn du heimlich... Nein. Guckst du, guckt man in der Beziehung Pornos? Also ich habe eine Freundin gehört, bin schon irgendwie wieder traurig jetzt gerade. Guckst du selber Pornos? Ja, doch, na klar. Ja, mal gucken. Shaden ist so notgeil, es ist wirklich faszinierend. Was die Arbeitskollegen machen? Genau, die Kollegen, ja. Ja, doch, na klar, doch. Was mit dir? Ja, ehrlich gesagt, ich liebe den Scheiß. Nein, wird so, nee, nicht, jetzt, wenn ich hier schon die Leute frage, kann ich auch mal eine ehrliche Antwort geben. Schaut ihr Erwachsenenfilme? Okay, was verstehst du unter Erwachsenenfilme? Quickie. 18 plus. Die meint damit wahrscheinlich einen Horrorfilm, oder? Einfach so einen 18-jährigen Horrorfilm. Das ist das, was die jetzt fragen. Auf Pornhub zum Beispiel, andere Plattformen. Wie seid ihr dazu eingestellt? Also persönlich, ich gucke es selber nicht. Aber ich bin sehr open-minded, wenn Personen das gucken möchten oder Spaß daran haben. Ihr seid verheiratet, oder? Wir sind Partner. Partner. Möchtest du auch auf das? Nee, das ist kein Thema, was mich betrifft, glaube ich. Man erkennt's. Als einer von der Sparte, die nicht wichsen. Der Eggers heute hier, in einer Ola Kala-Jacke am Start. Ich verlinke es auch. Grüße gehen raus an Nico. Wirklich, ey, Marc, bester Mann! Das ist Kunstleder. Fittet extrem nice. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Wie findest du? Bester Mann! Ich finde die sehr, sehr gut. Aber ich finde Ola Kala sowieso sehr nice. Perfekte Werbung. Machen wir. Ihr beiden, kommt her. Danke euch. Meine allerjüdsten. Sehr, sehr korrekt von euch beiden. Nico, hier ist verlinkt unten in der Infobox. Guck mal, die sind eingeschüchtert. Komm mal mit rein. So machst du das, ne? Ja, wer nicht? Ne? Wer nicht? Schon mal gesehen? Schon mal gehört, ja, genau, bei Inscope. Ah, aber nicht auf irgendwelchen anderen Seiten. Nein, aber. Natürlich nicht. Wir sind... Ich wurde erwähnt! Boah, Digga. Stier. Wir sind jetzt am Ende der Straßenumfrage. Und zwar haben wir die Leute gefragt, schau dir Pornos. Was sagst du? Wie hat's dir gefallen, Jane? Sehr gut. Die waren manchmal ein bisschen verklemmt, aber ich kann es auch verstehen. Was schließen wir draus? Die Leute schauen, glaube ich, Pornos, aber haben keinen Bock, es zuzugeben. Genau, ja. Shaden Rogue, unten verlinkt in der Info. Genau. Wir werden alles verlinken, was wir verlinken können von dir. Checkt sie aus. Mein Name ist Marc Eggers. Meinem Gast gehört immer das letzte Wort. Das heißt, du darfst das Video jetzt beenden. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. War mir eine große Ehre. Danke. Ich sag mal Folgendes. Wir zwei sind bald in Kapstadt. Das wird wieder, also... Nicht nur wir zwei. RIP, Digga. Leider sind wir nicht in Kapstadt. Wir haben storniert wegen der aktuellen Lage und es fuckt mich so ab. Ich habe mich so auf Kapstadt gefreut. Ich habe mich so darauf hingesehnt, in die Sonne zu gehen über den Wind. Kein Kapstadt für uns, kein Problem. Ich werde trotzdem irgendwo hingehen, wo man hingehen kann. In die Sonne, ab in den Urlaub. Ja, ich lass mich impfen. Ich lass mich nicht impfen, weil ich jung und unsterblich bin, Alter. Jetzt haben wir den Salat wieder. Ja, na klar. Nico ist da, Ron ist da, Revi ist auch dabei. Revi natürlich auch. Ich glaube, wir sollten jetzt mal starten. Oh, okay. Ja, meine allerliebsten Mann.